Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Gangsterfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt. City of Gangsters. Ich habe gerade, als ich die Aufnahme gestartet habe, mal drüber nachgedacht, ob das hier wirklich mein Gangsterspiel ist oder nicht. Also ich habe jetzt ja auch mal ein bisschen reingespielt hier mit euch gemeinsam und ich bin so ein klein wenig am Kämpfen, gebe ich offen zu. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hinfahren wollten. Ich drücke einfach mal auf nächste Runde und guck mal, wo er hinfährt. Okay. Was wollten wir da? Was wollten wir hier? Ich weiß es nicht mehr. Wir gucken mal. Das ist interessant. Das ist interessant. Ethnische Solidarität können wir erzielen. Als Sonderkompetenz. Dann kriegen wir geholfen bei Rohstoffe sammeln. Zum Herstellen von Alkohol. So, was brauchst du denn da? 1000. Wieso wollen die alle so viel Geld von uns? Also ich glaube, das ist auch der Punkt, wo ich sage, das ist so ein bisschen der Downturner für mich in dem Spiel. Also ich vergleiche halt jedes Spiel immer noch mit Gangsters organisiertes Verbrechen. Und bei Gangsters organisiertes Verbrechen, da gehst du los und machst erstmal Schutzgelderpressung. Dann baust du schon dein Territorium damit aus, dann übernimmst du Geschäfte und baust Hinterzimmer, wo du dann Schnapsbrennereien, Spielcasinos, Bordelle und was weiß ich was reinpackst. Und du wächst schön groß und ja. Und es läuft dann irgendwie. Also wenn dich nicht selten dämlich anstellst, gehst du nicht pleite. Aber hier will ständig irgendjemand von dir einen Haufen Kohle. Ich meine, hallo, ich bin Mafia-Boss. Das ist meine Tante. Meine Tante will 1200 Dollar haben. In der Zeit, wo das Ding 15 mal so viel, also 15, ein 15stel von dem Wert ist, was es heute wert ist. Das heißt, die will eigentlich von mir über, dass ich nichts Falsches sage. Ist ja so gefährlich, was Falsches zu sagen heutzutage auf YouTube. Also, das sind 15.000, das sind 18.000, umgerechnet 18.000 Dollar in heutiger Währung, will sie haben, um mir ethnische Solidarität beizubringen. Meine Tante. Und wenn ich der Mafia-Boss wäre, vor dem alle Angst haben, wie das Spiel suggeriert, würde ich jetzt normalerweise sagen, hör mal zu, du bringst mir das jetzt bei oder du kriegst eine Kugel in den Kopf. Oder ich würde sagen, hier hast du 18.000 Dollar, du bringst mir das jetzt bei und dann kriegst du eine Kugel in den Kopf und ich nehme meine 18.000 Dollar wieder. Ja? Nur hier im Spiel ist das so, dass du, also ich meine, immer wenn ich denke, es geht jetzt bergauf und wir kriegen Geld zusammen, kommt irgendeiner um die Ecke und sagt, also wenn du mir 700 bringst, dann machen wir ein Geschäft auf und wenn du mir 800 bringst, dann kriegst du das und wenn du 1200 bringst, dann kriegst du das. Wo ich sagen muss, also ja. Ich weiß ja nicht, ja, also, ach, wir wollten bei ihr Schutzgeld kassieren übrigens, das war der Grund, warum wir da waren. Für die 20 Dollar einzusammeln, die es dann hier noch gibt. Gut, wie ist das überhaupt? Wie läuft unsere Filiale? Reden wir über die Leute hier? Ich muss mein Territorium hier draußen erweitern. Das hat mir jemand geschrieben, das könnte ich sagen. Und dann könnten wir das Territorium erweitern. Hier rein wahrscheinlich dann jetzt. Hohoho.
So, und das kostet uns jetzt auch Geld jede Runde, ja, dass wir das machen. Das ist ja der Joke. Was will die denn jetzt von mir? Die soll mein Heimbräu kaufen, was ich eventuell dabei habe. Habe ich überhaupt Heimbräu dabei? 14 Stück. Ja, das soll die kaufen und soll hier nicht blöde Fragen stellen. Von einem Landsmann hätte ich eine bessere Behandlung erwartet. Wir sollten zusammenhalten. Da hast du recht. Okay, wie wäre es, wenn ich dafür sorge, dass unsere Leute Stimme haben? Wir versuchen, einen von uns in den Stadtrat zu bekommen. Würdest du etwas spenden? $500. Fantastische Idee, ich steuere etwas bei. Hier hast du $500. Ach so, nee, ich habe keine $500 bei mir. Ich habe die abgeliefert. War, glaube ich, jetzt nicht so clever, aber gut. Ja, jetzt sind wir pleite. Jetzt haben wir Geld eingesammelt und sind schon wieder pleite. Ich will dir aber ja Heimbräu verkaufen. Und zwar am besten alle und am besten für einen besseren Preis. Aber da will ich jetzt nicht mit anfangen, weil du kannst mich gerade leiten. So, drei Schritte. Eins, zwei, drei. Komme ich so weit? Ich wollte eigentlich reisen. Sehr gut. So, hier noch eine Aktion. Ja, ich wollte gerade Geld verdienen. Ich hatte gerade die Kohle zusammen, um dann hier das Geschäft des Lebens zu machen, irgendwo hier unten. Habe ich auch schon wieder vergessen, wo das war. Wo ich das hinliefern sollte, mit dem Hinterzimmer. Ja, ich kann gerade eh nichts machen. Wir machen einfach eine Runde weiter. Ich bin ein bisschen verpeilt in dem Spiel, weil ich mich jedes Mal wieder frisch reindenken muss. Ich habe noch nicht zwei Folgen am Stück aufnehmen können, gescheit. So, wir reden erstmal über den Preis. Ich hätte gern einen Rabatt. Den kriegen wir schon mal. Dann reden wir über einen Handelsvertrag. Ja, was passiert, wenn ich Nein sage? Ja, nichts passiert. Es ist ein freies Land. Du kannst tun, was du willst, aber du solltest wenigstens darüber nachdenken. Damit kann ich arbeiten. Hand drauf. Bezahle 100 für einen Handelsexklusivität für 250 Tage. Also das heißt, ich zahle jetzt 100 und dann kriege ich all ihre Ware. Ging das gerade vom Konto ab? Ja, weil dabei habe ich es ja nicht. Wir sehen uns. Nee, ich wollte eigentlich noch was kaufen. Ich hab noch $12. Ah, ist das nicht herrlich? Ich brauche Geld. Gibt es hier irgendeinen, der mir Schutzgeld schuldet, oder muss ich es mir jetzt aus meinem Lager holen? Ich muss es aus dem Lager holen. Wir packen die 21 ein. Dann nochmal 100 drauf. Dann fahren wir wieder hier runter.
Das kriege ich nicht alle in mein Fahrzeug, weil ich habe ja noch Rumpfbrot drin. Ich bin begeistert von meiner strategischen Herangehensweise. Festplatte wird beschrieben. Okay. So, du kaufst auch Rumpbräu. Reden wir mal drüber, was du hier verkaufst. Das hier, ich habe aktuell gerade was im Auto. Das kriege ich Geld. Dann hätte ich gerne noch hier die Schutzgelder. Dankeschön, dann haben wir wieder Kohle. Dann kann ich wieder hier runterfahren und kann hier eventuell noch mal ein bisschen was nachkaufen, weil vielleicht hat die ja nachgelegt. Dann so zwei Stück. Und dann gilt es, die hier wieder abzuliefern. Und ansonsten kann ich gerade auch nicht viel weiter fahren. Ich glaube, es macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, noch irgendwas großartig zu machen, weil ich will dahinter zu dem Bäcker. Und will dort noch mehr von den guten Tonkrügen kaufen. Was kann ich hier erlernen? Die Malzproduktion. Ja, aber jetzt nicht. Reden wir über das Geschäft. Dein Töpfer. Ne, will ich eigentlich gerade nicht. Okay, reden wir über den Preis, das habe ich gesucht. Versuchen wir das mal ein bisschen billiger hinzukriegen, kriegen wir hin. Dann reden wir mal über einen exklusiven Handelsvertrag. Die will 200 dafür. Das war der falsche Knopf. So, wir kaufen das. Ich will 200 dafür. Ja, das ist jetzt einen ganzen Block weit gefahren, ja. Jemand möchte dir gerne ein Angebot für eine Belohnung machen. So, dann haben wir die 50 wieder hier. Dann holen wir uns hier noch ein bisschen Geld. Also ich glaube, wir brauchen diese Exklusivdeals. Dass wir mehr kriegen. So, hier liegt Geld, hier liegt Geld. Hier liegt kein Geld. So, wir fahren nochmal dahinter. Ich will mit der den Deal machen und auf dem Rückweg sammeln wir ein bisschen Kohle ein. So, wir wollen kaufen. Wir wollen den exklusiven Deal. Jetzt will sie nur 100 für den. Okay, haben wir einen exklusiven Deal? Bin ich mal gespannt, wie lange die das mitmachen, dass wir da exklusiv die Ware beziehen und die anderen da nichts abkriegen. Bis die erste gegnerische Mafia-Familie auf die Idee kommt. Ah, da kriege ich jetzt noch 12, weil sie ja das Nachbargebiet noch versucht einzunehmen für uns. Ah, wieder nicht genug Bewegung.
Einer deiner Filialen ist bereit, dein Territorium zu erweitern. Besuche deine Filiale. Okay, das heißt, das ist hier, oder? Genau, jetzt wollen wir das hier, 10% oder 10 Dollar wollen wir dann zahlen, um das da unten für uns noch bewohnbar zu machen. Dann können wir die noch abdrücken lassen. Und jetzt fahren wir hier rüber und versuchen das gleiche bei ihm zu machen. Wir holen uns erstmal das Geld ab. Perfecto. Genau das tun wir. So kriegen wir unser Gebiet größer. Das, was mich gerade nur ein bisschen annervt, von wegen kriegen wir unser Gebiet ein bisschen größer. Wenn wir es größer haben, wir haben noch immer keine Mitarbeiter. Keinen Plan, wie ich an Mitarbeiter komme. Also wahrscheinlich brauche ich erstmal 5 Ecken. Ach nein, wir haben jetzt sogar 5 Ecken. Dann müsste der uns doch eigentlich auch was beibringen. Wir haben doch hier... Besuche Karl für ein Gespräch. Wer war Karl? Der oder der? Ich glaube, der hier. So, da ist die Produktion abgeschlossen. So, die packen wir erstmal rüber. Die holen wir uns mal zum Teil rein. Was ich nicht ganz verstehe, mir wird hier angezeigt plus. Die Person kennt Leute, die nach Arbeit suchen. Ah, I understand. Ich glaube, ich hab's. Weißt du, mein Bruder Hermann ist da gerade in solchen Übergangsphasen. Also mit anderen Worten, mein anderer Onkel. Das heißt, ich und meine beiden Onkels sind im kriminellen Geschäft, während mein Vater Cop ist. Also es ergibt irgendwie nicht wirklich Sinn, aber gut. Erzähl mir mehr. Er ist 44. Wissen es vielleicht zu schätzen, wenn du dem Familienmitglied hilfst. Ja. Organisiert. Gib bessere Betriebsleitung ab. Entspannt. Braucht jemanden, der dein Syndikat bei der Polizei oder auf Dinnerparty vertritt. Das entspannte Wesen dieses Typs überträgt sich auch auf sein Gegenüber und lässt ihn leichter an Informationen kommen. Tüchtig. Soll was schneller liegen. Also der ist eigentlich der perfekt. Da man, den Hammern. Wir weisen dem Gebäude zu. Und der soll hier Betriebsleitung machen. Von dem Laden. Kriegt er das hin? Er hat gute Connections zu jedem irgendwie. Keine Ahnung, ob das jetzt taugt. So, dann gucken wir mal, wo der Karl ist. Es ist gut zu sehen, wie ich unsere Leute ins Zeug legen, um Ecken einzunehmen. Wie kann ich dir bei der Expansion helfen? Erhalte Kompetenz Apfelweinproduktion. Schreib etwas Geld ein und ich was und ich nehme mir, was du mir bringst.
Ich meine, das wäre jetzt auch nicht schlecht. Da kommt gut dann Kohle rum. Aber ich meine, wenn, dann will ich ja selber Apfelwein herstellen können, oder? Zahlt der? Der zahlt. So, das heißt, wir haben einen Mitarbeiter, der sich um die Produktion kümmert. Und ich kann jetzt auch produzieren, alles Mögliche sogar. So, da kriegen wir Geld. Wir können uns darüber erweitern. Das hört sich gut an. Soll aber 12 kosten. Ja, meinetwegen, dann kostet es halt 12. Also, aber kommt nicht der von da unten auch hier hoch? Da war doch was. Oder macht er hier drüben? Ne, der macht hier drüben, glaube ich. Die macht dann hier. Wir versuchen das ganze Gebiet mal zu verbinden, dass das alles eins wird. Und dann können wir bei den Geschäften mal ein bisschen anklopfen. Dass wir mehr Schutzgelder kassieren. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, wir fahren hier runter. Wir reden mit der mal geschäftlich und gucken, ob es wieder Steintöpfe gibt. Es gibt 10, aber irgendwie bin ich voll. Wieso bin ich voll? Was habe ich denn schon wieder bei mir? Ja. War das nicht einer von meinen Käufern? Er kauft 17. Nicht genug Bewegungspunkte. Das Problem ist halt, du musst hier Kohle machen und alles managen und mit allem hinkommen und ja, so, ethnische Spannung, liefere 500. An wen? An die? Verliere echten Überblick. Alter, ich dachte. Ah, das habe ich jetzt der bezahlt. Wo ist das? Bei wem? Ich weiß nicht mehr, bei wem ich was bezahlen muss. Ist es nicht ein Witz? Gegenüber wäre es gewesen. Da hätte ich meine 58 abliefern können und hätte gut dagestanden. Und so bin ich schon fast wieder pleite, weil ich im falschen Laden war und der falschen Person meine Kohle aufs Auge gedrückt habe. Das ist einfach herrlich. Dann fahren wir einfach mal zurück in die Basis. Die machen mich noch pleite hier. Da kommt die Polizei angepaced. Ja, aber die wird ja wohl kaum den Sohn und den Onkel verhaften. So, wir laden 100 um, wir laden 11 um. Dann fahren wir wieder hier hinter. So, hier, ich hab was du willst. Dann reden wir noch über das Geschäft, weil ich will dir noch Heimbräu verkaufen. Du nimmst alle, das ist sehr schön. Dann will ich hier nochmal gucken. Expansion. Ich glaube, du hast was. Bekommen ganze zwei. So, ich kann mich noch bewegen. Aber die ist schon. Hier kann ich nicht mehr hin.
Aktionen könnte ich machen, aber nur bei den beiden. Wenn ich hier wäre, könnte ich wenigstens noch ein bisschen Schutzgeld erpressen. Oder irgendwelche Tonkrüge kaufen. Also ich habe auch den Eindruck, wir können uns immer weniger bewegen, weil das Auto, das ist irgendwie Schrott. Aber egal, wann ich in der Werkstatt war und gefragt habe, wollten die das Auto nicht reparieren, weil sie gesagt haben, das Auto ist noch top. So, wir versuchen dem mal ein bisschen Schutzgeld abzupressen. Kaufen wir die 15. Jetzt muss ich zurück. Muss die 15 abgeben, beziehungsweise könnte auch hier runterfahren in der nächsten Runde. Du hast keine Bewegungspunkte mehr. Ja, das habe ich schon gemerkt. Dein Respekt in der Stadt steigt. Im Territorium deiner Crew wurde eine neue Ecke hinzugefügt. So, sehen wir es am besten. Jetzt hängt das irgendwie zusammen. Hier fehlt noch ein Eck und dann hängt wirklich alles zusammen. Das sieht gut aus. Na, jetzt ist er hier hochgefahren. Ja, die haben mal wieder keine Rohstoffe, weil wieder Steinkrüge fehlen. Die bin ich gerade am besorgen. So, wir fahren hier runter. Wir reden mit der. Wir reden mit der und wollen das Schutzgeld einkassieren. Wiedersehen. Dann fahren wir hier runter. Gucken, ob wir Steinkrüge kriegen. 30 hört sich gut an. Kaufen wir gleich sofort alle und dann fahren wir wieder hier hoch und liefern die hier ab, weil die fehlen uns so dermaßen, dass wir die in der nächsten Runde sowieso brauchen. Eine deiner Filialen ist bereit, dein Territorium zu erweitern. Besuche deine Filiale und bezahle sie, um den Respekt an eine andere Ecke zu bringen. Wie auch immer. Also wir haben irgendwas haben wir wieder erobert. Genau, jetzt gehört alles zusammen hier. So, jetzt können wir hier auch kräftig Schutzgelderpressung drin machen und die Ecke noch erobern. Und dann kriegen wir das hier langsam alles auf unsere Seite. Das ist ja mein Ziel, mich hier ein bisschen breit zu machen mit einem größeren Gebiet. Danke für den Tipp, dass ich da mein Gebiet erweitern kann. Ich glaube, ich habe das schon gewusst, aber ich habe es wieder vergessen. Also, weil ich bin, wie gesagt, ich wechsle ja von Spiel zu Spiel zu Spiel bei der Aufnahme. Und da gehen halt langsam oder ab und zu mal so ein paar Sachen unter. Bin ich nicht stolz drauf, passiert aber. So, wir fahren hierher. Und reden jetzt erstmal mit dem. Hey, du reparierst doch Fahrzeuge. $230 kostet die Reparatur. Okay. Das ist unsere Ecke. Du zahlst jetzt. Bis zum nächsten Mal. Gute Nachricht, das ist jetzt unsere Ecke. Und du zahlst jetzt. So, habe ich irgendwas im Auto dabei, wo ich sage, das können wir verticken hier? Nö. Das Einzige, was ich brauche, ist Geld. So, was will der denn jetzt? Ich höre. Wie viel Kohle willst du denn von mir? Er will mir behilflich sein. Wie will er mir denn behilflich sein? Oh, Sie sind recht unvorsichtig mit den Schlüsseln Ihrer Autos und LKWs. Ich habe ein paar Partner, die sich die Sachen mal ansehen könnten.
Liefere 5 Pressstangen, liefere 1000 Credits. Ja, und was krieg ich dafür? Oh, das ist natürlich jetzt richtig krass hier. Klar, und wahrscheinlich auch noch etwas Geld. Wie wäre es, wenn du dir die Sache mal für mich ansiehst? Das ist natürlich... Sollen wir es mal probieren? Ich meine, wir haben noch Ruf bei ihm 35. Also, er sagt, er braucht das. Ich sag, klar, und wahrscheinlich auch noch etwas Geld. Wie wäre es, wenn du die Sache mal für mich ansiehst? So, also ich dachte, das wäre jetzt so sarkastisch gemeint, wie, geh mal los und erkundig dich und du kriegst von mir gar nichts. Du kümmerst dich da selber drum. Und dann sagt er, ja natürlich, brauche ich auch noch ein bisschen Geld und Brechstangen und Geld und dann berichten wir dir. So, jetzt muss ich dem 1000 bringen. Herzlichen Glückwunsch. ich krieg Brechreiz, was die alle Kohle von mir wollen. Ja, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen ein Abturner für mich. Hallo, ich bin Mafiosi, ja. Ich sag's nur Ungarn, aber ich habe Bekannte, wo ich denke, dass die in diesem Milieu tätig sind. Und diese Bekannten, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, die haben mich auch um Gefallen gebeten schon. Wo ich mal jemand wohin fahren sollte. Zum Beispiel. So, die kann sich jetzt hier rüber ausdehnen. Da würde ich sagen, tu das. Und wenn ich dann jemand wirklich mal gefahren habe für diese Bekannten... ...dann war das nie so, dass ich da groß Kohle gesehen hätte. Also sie beschaffen mir jetzt einen Lieferwagen oder was? Wie viel soll ich denn dafür jetzt abdrücken? 250. Die Liste an Aufträgen wird immer länger. Und alle wollen Geld. Dabei will ich doch einfach nur Steintöpfe, damit meine Produktion weiterläuft. Weil mein größtes Problem ist ja, dass ich gerade kein Geld habe. So, deshalb fahren wir jetzt auch hier runter und dann drohen wir der mal. So, die kann mich nicht mehr leiden. Kann mich auch nicht mehr leiden. Da kann ich aber jetzt gerade keine Rücksicht drauf nehmen. Das gefällt mir gar nicht, sagt sie. Das gefällt mir gar nicht. Die Antwort lautet nein. Die kennt den und die kennt die Weber Boys und die Weber Crew.
Und weil ich das andere jetzt angeklickt habe, konnte ich keine Aktion mehr ausführen. Okay, dann geht's jetzt weiter. Dann hauen wir jetzt halt den Laden zu Preis. Mir ist gerade egal, ich brauche Geld. Pass auf, sage ich. Die hasst mich ja jetzt richtig da oben. So, was macht der hier Schönes? Wir versuchen auch bei ihm. Ja, ist so gar nicht meins. Vor allem, die können mich jetzt alle nicht leiden, ja. Aber ich brauche die Kohle. Das ist das Problem. Ich brauche einfach das Geld. Und weil ich das Geld brauche, hau ich rein. Und das muss nicht gut enden, habe ich so das Gefühl. Aber wir sind nahezu bankrott. Und wenn ich hier neben sehe, was die Leute alles wollen: 16 Alkohol, ein Hinterzimmer, 1200, wovon wir 420 bezahlt haben, 1000, wovon wir gar nichts bezahlt haben, 250, wovon wir noch gar nichts bezahlt haben. Ist Hardcore. Und deshalb müssen wir hier mal ein bisschen die Schutzgelderpressung voranbringen. Dass die alle mal da entsprechend abliefern und dann kriegen wir auch ein bisschen Geld zusammen. Und wenn wir dieses Geld zusammen haben, dann können wir da wunderbar unsere Kosten von tragen. Das ist so mehr oder weniger das Ziel. So, einer deiner Betriebe hat Produktionszyklus abgeschlossen. Das heißt, wir haben wieder Alk. Ich bin hier. Ich wähle das aus. Ich gehe ins Lager. Ich will. Aufgrund meines Fahrzeugzustands kann mein Fahrzeug nicht beladen werden. Und reparieren kann ich es auch nicht, weil ich habe ja kein Geld. Wollen die mich eigentlich Kirre machen hier? So, Fahrzeug reparieren, please. Jetzt will er schon 245. Ich habe keine Kohle. Ja, also man sieht, wie wichtig die Schutzgelderpressung gerade für mich ist. Das ist nicht auszuhalten, wie viel Geld ich brauche und wie viel hier rumliegt. So, reden wir über das Geschäft. Die kauft doch auch Heimbräu, glaube ich. Achso, wir haben keins. Wir haben kein Heimbräu. Ich habe keins einladen können, weil mein Auto kaputt ist. Kann ich kein Geld mehr verdienen. Danke. Vielen Dank, dass du mein Auto repariert hast. So, eins meiner Crewmitglieder hat wieder Erfahrung gesammelt. Wer ist es? Ich selbst. Effizienter fahren hört sich nicht schlecht an, aber ich glaube, wir brauchen Kampfeffektivität, weil der Tag kommt, da müssen wir kämpfen und da muss ich vorbereitet sein. So, und dann fahren wir jetzt mal ein bisschen rum, Sachen verticken. Denn ich brauche immer noch Geld, jede Menge.
Haben wir wieder ein bisschen was? Fahren wir hier vorbei und gucken, ob sie noch was hat an Steintöpfen. Hervorragend. Dann fahren wir hier hoch und versuchen an den noch was zu verkaufen. Dann fahren wir hier rüber und versuchen hier wieder einzukaufen. Und dann will ich wieder nach Hause. Und das Ganze wieder abliefern. Wo haben wir das Lager? Dass wir wieder genügend haben, dass wir weiter produzieren können in der nächsten Runde. Ach ja, so, und das Ganze können wir natürlich noch effektiver machen, wenn wir Erweiterungen hätten, wie zum Beispiel das hier oder das hier. Produktionsverfolgung. Betriebsleitung erforderlich, muss die Eigenschaft besitzen, ganz tüchtig organisiert, Kosten 100. Und was passiert dann? Produzieren die dann mehr? Mehr. Nicht viel mehr, aber 5 mehr. Und die 5 mehr bringen wir wieder Geld. Das hört sich gut an. So, wer zahlt denn alle Schutzgeld? So, die Ecke hier ist zum Beispiel übernommen, sehe ich gerade. Und die zahlen noch nichts. Da sollten wir mal hinfahren. Ist mir egal. Du blechst. Wie alle Plächen. In meinem Gebiet muss jeder zahlen, aufgrund der Tatsache, dass ich das Geld brauche. Auch der hier muss wieder zahlen. Da war aber was mit einem Vorschlag. Wie war denn das? Irgendeiner hatte doch hier irgendwo ein Gebäude, wo ich den Hinterraum kriegen sollte. Was will die? Ah, die will den Klinkerwein. Ja, aber war es nicht er? Doch, hier. Genau. So, und der braucht 750. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich hier Aufträge abarbeite, dass ich wieder Platz habe für diesen Auftrag. Dann können wir dem 750 liefern, dann können wir hier unseren Klinkerwein herstellen. Eieieiei. Was ein Stress. Ja, aber so langsam wächst unser Gebiet, dank des Tipps von euch. Und das hier unten, das kriegen wir auch noch, das Gebiet. Und das hier drüben holen wir uns auch noch und dann ist der irgendwann eingekesselt. Aber seins greifen wir nicht an, nur vielleicht fühlt er sich davon ja auch irgendwie bedroht. Und dann müssen wir noch mehr Alkohol produzieren und dann habe ich hoffentlich auch die Möglichkeit, bald noch eine zweite Person oder sowas einzustellen. Was ist das hier hinten übrigens? Was ist da? Er geht auf die Forderung ein, monatliche Schutzgeldzahlung. Ja, das habe ich doch gehofft, dass er das tut. So, der hat ein Angebot für mich. Der hat ein Angebot für mich.
Müsste ich vielleicht auch mal hinfahren demnächst. Aber wir versuchen erstmal hier noch ein bisschen mächtiger zu werden und noch einen Kompagnon zu kriegen, dem wir dann auch noch eine Waffe geben, bevor wir das nächste Mal zu denen fahren. Weil wenn die mir dumm kommen, dann will ich die auch ausschalten können. Und das kann ich alleine vermutlich nicht, weil die haben mit Sicherheit Leute bei sich. Und ich will ja nicht auf die Nase kriegen. Ich will ja, wenn, dann auch gewinnen. Gut. Wir haben viele Aufträge, wir haben noch viel geschafft irgendwie, weil wenn ich mir das Gebiet hier angucke, also das Gebiet von Frey, das wird schon einiges größer jetzt. Und ja, wie das Ganze hier weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also wie gesagt, so mal als kleines Fazit so nach dem ersten Spiel, also vielleicht liegt es daran, dass ich halt immer so unterbrochen spiele, ja. Vielleicht muss ich wirklich mal 2-3 Folgen am Stück aufnehmen können, was dann hoffentlich dann ab Montag wieder passiert. Also ab heute, wo ihr das Video seht, hoffentlich wieder passiert, da ich das machen kann. Aufgrund der Tatsache, dass ich das halt so unterbrochen spiele zurzeit und auch ein bisschen den Plan verliere, was wo war, mit wem ich gut auskomme, mit wem nicht. Weiß nicht, so der... Der Gangsters-Reiz von Gangsters, das organisierte Verbrechen, bringt dieses Spiel bei mir null rüber. Und den suche ich ja verzweifelt, seit es das Spiel sozusagen nicht mehr gibt. Und City of Gangsters ist ein gutes Spiel, was auch vieles richtig macht. Aber ich bin halt der Auffassung, wenn ich hier nur dem Geld so nachrennen muss, weil jeder von mir Unsummen an Geld will, damit ich bessere Geschäfte machen und mehr verdienen, ist ja ganz klar, aber also ich weiß nicht, die, wenn ihr die Sopranos mal gesehen habt, nur mal so als Beispiel, wie oft wurde Tony Soprano von Leuten nach einem Haufen Geld gefragt für, ja, für was eigentlich? Was bieten die mir denn? Ein Laster für 250, okay, das macht Sinn. Aber so manch andere Sache hier, die macht irgendwie nicht so wirklich Sinn. Warum braucht einer, der Brechstangen will, um Autos aufzubrechen und LKWs aufzubrechen, von mir 1000 Dollar? Das sind so die Punkte. Wahrscheinlich, weil er viel Profit macht mit dem Diebstahl und nicht mehr zurückkriegt, wie ich investiere. Das mag alles sein, aber... Der Punkt ist ganz einfach, wenn das ein richtiger Mafiosi wäre, dann würde er nicht sagen, ich gebe dir 1000 Dollar, der würde sagen, ich lasse dich am Leben dafür, dass du für mich guckst. Ja? Also die haben ja da irgendwie auch mal so ein Sportgeschäft bei den Sopranos übernommen. Ich weiß nicht, wer das mal gesehen hat. Dann haben die gesagt, so, das läuft auf deinen Namen, aber wir sind jetzt die Chefs. Dann haben die überall Ware bestellt auf seinen Namen und auf seine Rechnung. Der war dann total verschuldet. Und die haben das Zeug sozusagen zum Hinterausgang rausgetragen und haben gesagt, so, und das verticken wir jetzt hier als geklaut Ware auf dem Markt. Und haben das Geld schwarz eingesackt und haben ihn mit seinen Schulden in seinem Laden einfach sitzen lassen. Das sind Mafia-Aktionen. Nicht, ich gebe dir 1000 Dollar und 5 Brechstangen dafür, dass du mir keine Ahnung was bringst. So. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Spiel hier weitergeht. Ich meine, klar, wir machen hier illegale Aktionen, deshalb ist es ein Mafia-Spiel, aber dass die alle von mir so viel wollen, das stört mich ein bisschen. Also wollen von einem Mafia-Boss, ich weiß nicht, wie viele Leute da wirklich was zu wollen haben bei einem Mafia-Boss. Ja? Der sorgt zwar für seine Leute, aber die wollen ja nicht, die bekommen einfach. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich glaube, man muss so eine Ausstrahlung einfach mal live erlebt haben. Dann weißt du, was ich meine. Aber ich bin hier erstmal raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye.